Man hat den Brunnen bis zum heutigen Tage noch nicht gefunden. Vielleicht ist aber auch die Sage oder der Inhalt dieser Sage Grund dessen, dass er noch nicht gefunden wurde. Schwarzer Ritter, der als Raubritter in den Wäldern hauste, hat ja natürlich in seinen Raubzügen viele Schätze an sich gebracht und die musste er ja irgendwo verstecken. Das hat er in dem Brunnen auf der Krimburg getan. Damit die Schätze nicht entnommen werden, hat er zur Bewachung wilde Bestien da hineingegeben. Und ich nehme an, dass das mit ein Grund ist, dass man bis zum heutigen Tage diesen Brunnen noch nicht gefunden hat.